Die Selbstexplorationsskala. Selbstexploration bedeutet, eigene Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen und Motivationen zu betrachten und nach dem Warum zu fragen. Man sucht nach den Wurzeln dessen, wer wir sind, und nach Antworten auf all unsere Fragen über uns selbst. Diese Skala wurde zuerst von C.B. Truex operationalisiert und später von Reinhard und Annemarie Tausch überarbeitet. Um die Skala anwendbar zu machen, sollten wir uns zunächst mit dem Prozess des non-direktiven Coachings befassen, der vom Coach durchgeführt wird. Die Hauptaufgabe des Coaches in diesem Kontext besteht darin, dem Klienten zu helfen, auf den Grund seines Problems zu kommen und ihn zur Selbstexploration zu inspirieren und zu stimulieren. Reinhard und Annemarie Tausch lieferten Beschreibungen für jeden Schritt, mit denen der Coach den Grad der Selbstexploration des Klienten genau bewerten kann. Step 1. Der Klient sagt nichts über sich selbst, weder über sein Verhalten noch über sein inneres Erlebnis. Er spricht ausschließlich über Tatbestände, die unabhängig von seiner Person sind. Step 2. Der Klient berichtet nichts über sich, weder über sein Verhalten noch über das Erleben. Er erzählt jedoch von Personen und/oder Sachen, die zu ihm in einer Beziehung stehen, zum Beispiel von seinen Eltern oder seinem Auto. Step 3. Der Klient berichtet von äußeren Vorgängen und auch von seinem eigenen Verhalten, jedoch ohne von seinen spezifisch persönlichen inneren Erlebnissen zu sprechen, die dazu in Beziehung stehen. Step 4. Der Klient berichtet von äußeren Vorgängen und auch von seinem eigenen Verhalten, jedoch ohne von spezifisch persönlichen inneren Erlebnissen zu sprechen, die im Zusammenhang damit stehen. Man kann jedoch annehmen, dass das Berichtete für ihn mit Gefühlen verbunden oder für ihn von ziemlicher Bedeutung ist. Step 5. Der Klient berichtet über sein eigenes Verhalten oder äußere Vorgänge und über die spezifisch persönlich inneren Erlebnisse, die dazu in Beziehung stehen. Der überwiegende Teil der Aussage besteht in der Schilderung seines Verhaltens oder äußerer Ereignisse. Seine spezifischen inneren Erlebnisse werden nur kurz erwähnt. Step 6. Der Klient berichtet über sein eigenes Verhalten oder äußere Vorgänge und über seine spezifisch persönlichen Erlebnisse, die dazu in Beziehung stehen. Der Inhalt der Aussage besteht überwiegend aus der Schilderung seiner inneren Erlebnisse. Step 7. Der Klient berichtet überwiegend von seinen spezifisch persönlichen inneren Erlebnissen. Zusätzlich ist ein Ansatz zu erkennen, seine inneren Erlebnisse weiter zu klären. Etwa, sie in neuen Zusammenhängen zu sehen, sich zu fragen, woher gewisse Einstellungen kommen, Widersprüche zu entdecken und Ähnliches. Step 8. Der Klient schildert ausführlich seine spezifisch persönlichen inneren Erlebnisse. Das Suchen nach neuen Aspekten und Zusammenhängen in seinem inneren Erleben kommt deutlich zum Ausdruck. Step 9. Der Klient schildert ausführlich seine spezifisch persönlichen inneren Erlebnisse. Es wird deutlich, dass er neue Aspekte und Zusammenhänge in seinem inneren Erleben findet. Die umgedrehte Pyramide, die aus 9 Rechtecken mit unterschiedlicher Transparenz und Größe besteht, symbolisiert: Je mehr der Klient in seiner Selbstexploration voranschreitet, desto mehr kann er die Wahrnehmung von Gefühlen, Emotionen und Gedanken und deren Hintergründe steigern. Dabei erlangt er die Fähigkeit, seine Selbstkompetenz zu erhöhen, um seine Entwicklung voranzutreiben.